Hi, ich bin Michelle, bin 24 Jahre alt und habe seit ungefähr anderthalb Jahren einen eigenen kleinen Ausbildungsstall in der Nähe von Dresden und habe hier jetzt heute Lindgren mitgebracht. Sie ist 10-jährig. Am ersten Tag liegt ja der Fokus auf dem Abreiten. Das finde ich eigentlich sogar am spannendsten, weil das kann man ja kaum richtig zu Hause trainieren unter solchen Turnierbedingungen. So, da abwenden jetzt. Genau. So, nochmal abwenden, nicht springen. Jetzt müssen wir einmal ein bisschen differenzieren, einmal Schritt. So, das ist ja jetzt, weil du da nicht so rankommst, ja. und ihr das jetzt nicht so gut gefällt. Jetzt machen wir das so, weil das macht nie Sinn, sozusagen gerade kurz vor einer Prüfung das extrem zu üben, was noch nicht klappt, sondern da wollen wir das abfragen, was grundsätzlich erstmal ein bisschen dem Pferd leichter fällt. Ja. So, das heißt, du machst jetzt einen kleinen Kompromiss. Weißt du, dass man sich was überlegt, was fällt ihr leicht? Dass sie durchatmet, dass du ein bisschen zum Reiten kommst, weil die 10 Minuten, die man da auf dem Abreiteplatz hat, da kann man nicht komplett alles umstellen, sondern nur versuchen, wie bekommen wir das Pferd jetzt zu einer Gelassenheit, zum gleichmäßigen Durchspringen. Wenn die Situation mal eintritt, locker bleiben, ruhig bleiben, ganz in Ruhe weiterarbeiten, bisschen einfache Wege wählen und dann ist das Ganze gelöst. Heute geht es ja vermehrt um die Parcours-Ausschnitte. Und bei Lindgren ist es so, dass sie gerne so ein bisschen nach rechts springt, vor allem wenn sie unsicher ist. Zudem ist sie noch so ein bisschen beeindruckt von allem. Und sie ist ja ein sehr großes Pferd, sie ist 1,80 und da muss man schon die Distanzen sofort aufs Bein bekommen, aber dabei schauen, dass man eben trotzdem selbstbewusst weiterreitet. Und da hoffe ich, dass Lars da mir noch ein paar Tipps und Tricks sagen kann, wie ich das im Parcours umsetze. Vor dem inneren Schenkel behalten wieder. So, jetzt einmal ein bisschen mehr ausholen, dass nach Möglichkeit die letzten Galoppsprünge groß genug bleiben, dass sie nicht ganz so zurückspringen muss. Da schon gucken, dass du etwas mehr Platz hast. Die erste Runde, da musst du fast noch zu viel Impuls geben im Absprung, ja. Und nachher muss das Ziel sein, dass durch den Rhythmus, durch die Anlehnung im Grunde nur noch der Sprung kommt und man dann das Pferd springen lassen kann. Zum Abschluss des Lehrgangs geht es ja jetzt nochmal ans richtige Parcours-Reiten unter Turnierbedingungen. Das heißt, wir reiten selbstständig ab und dann sagt Lars uns, wie die Linien stehen, wie viele Meter und wie wir das dann eben zu reiten haben. Es ist ja richtig, vor dem Sprung da wieder aufzunehmen und ein bisschen Ruhe reinzubekommen, aber erstmal etwas mehr durch die Wendung galoppieren, dass du am Sprung dann wieder schließen kannst und mit etwas mehr Platz.